Liebe Freundinnen und Freunde von Diem25, ich sende euch hiermit solidarische Grüße aus Berlin. Ich habe gehört, wir planen eine Initiative für mehr Transparenz. Das begrüße ich ausdrücklich, gerade mit Blick auf die TTIP-Dokumente. In Berlin gibt es ja jetzt einen Leseraum für Abgeordnete für die Dokumente des TTIP. Und als ich da rein wollte, musste ich unterschreiben, dass ich nichts sage über das, was ich dort lese. Ich habe mich gefragt, wer hat eigentlich diese Verhandlungsgruppen von Seiten der EU und der USA legitimiert? Ich erinnere mich an keiner Wahl, wo man ihnen das Recht gegeben hat, über unsere Köpfe hinweg zu entscheiden. Nun musste ich unterschreiben, nichts zu sagen, was ich gelesen habe, also kann ich nur darüber sprechen, was ich nicht gelesen habe. Ich habe in diesem TTIP-Leseraum keinen Vorschlag für mehr Verbraucherschutz gelesen. Ich habe keinen Vorschlag für einen besseren Schutz von Beschäftigten gelesen und keinen Vorschlag für mehr Umweltschutz oder mehr Demokratie gelesen. Die Geheimniskrämerei ist entlarvend, denn wer vorhat, ein Abkommen für mehr Demokratie, mehr Verbraucherschutz, mehr Umweltschutz zu treffen, der muss das Licht der Öffentlichkeit eben nicht scheuen. Insofern haben mich meine Erfahrungen im TTIP-Leseraum darin bestärkt, Abkommen wie das TTIP und wie CETA sind zu stoppen und es braucht Transparenz. Democracy needs transparency. Let's fight for it.